Einen wunderschönen guten Morgen. Das Schöne ist, heute war es für mich ein bisschen entspannter, denn ich musste heute nicht fliegen, heute früh. Das bedeutete für mich, ich konnte ausschlafen. Apropos ausschlafen, wir sitzen gerade und planen gerade den Tag. Luisa ist vorne, die macht mehr Promotion. Ja, die macht heute einen Frischüberfall. Und wo geht es denn heute überhaupt hin? Wo müssen Obst haben wir? verteilen. Und was haben wir für Bisschen. Firmen? Wir haben heute zwei Apotheken auf dem Zettel. Zwei Apotheken auf jeden Fall. Zwei Apotheken haben wir. Wir müssen heute nämlich heute in die Stadt. Hier bitte. Päckchen ist Oh, gekommen. Luisa, was ist denn Oh, das? hallo. Ein Für Päckchen. wen? Für Diamond? Ja, Hast du natürlich. Post, Diamond? Ich bin Diamond, einfach du hast Post. zurückgekommen. Du hast Post, Diamond. Guck dir das mal an. Diamond hat Post. So, haben wir was zum Aufmachen da für mich? Oh, Stefan, würdest du das machen? Ich bin nicht in der Lage dazu. Ich kriege Post und Post ist. Da steht aber nicht drauf für Diamond. Also, Diamond, du kriegst keine Post. Komm, wie ist denn das? Ei, weißt du, das ist? Ich sehe das schon. Von Schenefeld aus Wacken. Oh, da ist bestimmt Iron Maiden drin eingepackt. Nach dem letzten Auftritt. Oh, jetzt sieht es schön. Machst du Weihnachtspakete genauso auch zu Hause? Ja. Das kann ja Stunden dauern, ne? Das kann ja Stunden dauern. So, es geht. Oh. Ich bin gespannt, was das mal ist. Was für ein Fenster. Oh ja, auf dem Fenster habe ich schon ganz viel. Mittlerweile ist es kurz nach 10:30. Wir sind schon wieder in der Stadt unterwegs. Heißt schon wieder Promotour für Alsterradio und wir besuchen gleich den ersten Kunden. Antje ist schon ganz aufgeregt, denn es geht in eine Apotheke und Antje kauft dir in jedem Laden was. Also willst du in der Apotheke auch was kaufen? Ich brauche wieder Tabletten. Kann man nicht ein bisschen runterkommen? Wem sagst du das? Mit individuell platzierten Rittersport-Minis und die lasse ich heute in der Eimsbüttler Chaussee. Da bin ich jetzt wo? Wir sind in der Pfeilapotheke Eimsbüttel. Kollege Sven Flohr besucht euch auf Arbeit und er kommt nicht mit leeren Händen. Ich rufe Ü-Wagen 37, bitte. Lalo, dort, wo du normalerweise immer freitags unsere Alsterradio-Pizzen bestellst, da bin ich gerade mit dem Alsterradio-Frischüberfall. Wir sind noch in der Eimsbüttler Chaussee sozusagen, live zu Gast bei Hallo Pizza. Neben mir steht Tore. Moin. Moin, moin. Es ist wahnsinnig. Ihr habt einen neuen Laden hier, der sieht ja fantastisch aus. Ja, haben wir gerade vor 3, 4 Monaten eingerichtet. Der aktuell neueste Laden in Hamburg. Große Gastraumfläche, können viele Leute sitzen. Und schlägt auch ganz gut ein hier am Rande der Schanze. Bei uns heißt es immer, Achtung Zucker, Achtung Kohlenhydrate. Und jetzt zeige ich euch mal, was unser Team macht, wenn ich nicht richtig aufpasse. Pass auf. Ich glaube, ich bin der Einzige, der sich echt dran hält und kein Eis isst, während die anderen sich hier echt. Entschuldigung, wo ist denn mein Eis? Ich sehe keins. Nein, ich sage nur eins. Ich bin der Einzige, der hier kein Eis gegessen hat. Ich bin echt total. Du bist auch der Einzige, dass du der so gut schwach lügen geworden kann, bist. Ohne rot dass zu du werden. So schwach geworden bist. Und dass Ganz ehrlich, du du so wolltest lügen kein kannst, Eis mehr ohne essen. rot zu werden. Oh Gott, das stinkt schon. Und mal schön ist ja, guck mal, manche übertreiben es auch richtig. Also das will ich mal kurz zeigen. Manche, ja, das zählt sich jedem. Luisa isst Eis, Palatschinken und... Palatschinken? Das sind Eierkuchen. Guck mal auf die Uhr. Du müsst in der Viertelstunde in Öchendorf sein. Wie wir das jetzt schaffen wollen, das verstehe in der, ich nicht. In der halben Stunde. Nein, nicht in der halben Stunde. Du müsst um kurz nach halb müssen wir da gesagt, sein. Er hat gesagt, dass um Viertel vor da hat er Also ich fahre jetzt los. Wenn du nicht mitkommst, hast du das Pech gehabt. Ich fahre jetzt los. Okay. Tschüss. Also Luisa hatte heute mal wieder eine super tolle Aufgabe bekommen. Und zwar den Schnee. Ja, den Schnee. Aus unserem Büro zu entfernen. Ja, ich zeige euch das Ganze mal. Das macht bestimmt riesigen Spaß. Also es sieht zumindest danach aus. Es macht super Spaß. Es ist auch gar nicht kalt. Es ist ganz lauwarm hier drin. Ich glaube, ich weiß, wie sich jedes Eis jetzt fühlt. Ja, ich würde sagen, Luisa hat wie immer ihre Aufgabe grandios erfüllt.
Juhu! Ah!